Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es das hier bei mir, etwas für die Retro-Freunde. Ja, ihr seht schon, von Atari haben wir den Legends Flashback Blast. Ja, hier oben sieht man schon, das ist hier so ein kleiner Stick, den man dann einfach in den Fernseher oder in den Monitor steckt. Dazu gibt es dann einen Controller. Ja, 12 Spiele sind hier noch drauf. Das Ganze hat dann eine 720p Auflösung. Gibt auch die Option, die Spiele zu laden und abzuspeichern. Also richtig cool auf jeden Fall. 16,99 € habe ich dafür bezahlt und gekauft habe ich das gute Stück bei Amazon. Okay, dann würde ich sagen, wir schauen uns noch mal kurz den Karton von der Rückseite an. Denn ihr seht hier, welche Spiele hier dabei sind. Könnt ihr jetzt vielleicht auch kurz Pause machen an der Stelle, wenn euch das besonders interessiert. Ansonsten würde ich sagen, wir beginnen jetzt mal mit unserem Unboxing und öffnen den Karton. Dann schauen wir mal, was hier so Schönes drin ist. So, dann geht's los. Zack. Okay. Ah ja. Was ist das? Ja, Aufkleber, schon mal cool. Das gefällt mir. Dann geht es weiter mit einer Anleitung, die auch schon wieder einen Knick hat. Sehr schön, ich liebe sowas. So schaut es aus. Ja, brauchen wir nicht. Wer es lesen möchte, es ist dabei. Dann, oh, der ist ja ziemlich groß. Schaut euch das mal an. Das ist hier unser Stick, den wir dann in den Fernseher oder wie gesagt in den Monitor einstecken. So ganz einfach, gibt es jetzt nicht viel, was man hier beachten muss. Hier wird das Ganze wohl mit Strom versorgt werden, so wie man das kennt. Ja. Okay, dann geht es weiter mit, ah ja, hier ist noch unser Kabel dabei. Ja, nicht besonders lang. Aber wird reichen. So, und dann haben wir hier noch einen Controller. Ah, das ist ein bisschen wabbelig, ehrlich gesagt. Unser Steuerkreuz. Also besonders hochwertig sieht es nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Na egal, schauen wir mal, ob man damit trotzdem halbwegs normal spielen kann. So, dann haben wir hier Start, Menü und eine Rewind-Taste. Action Buttons, ABC, XYZ, alles aus Hartplastik. Hier ist noch eine LED verbaut. Die sind auch aus Hartplastik. Ja, hier oben noch den On- und Off-Schalter. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Ein Batteriefach ist hier noch am Start. Zwei kleine AAA-Batterien kommen hier rein. Das Ganze mit Strom zu versorgen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich schließe mal alles an. Und dann wird gezockt. So, und da geht es auch schon weiter. Ich habe jetzt einen Stick in meinen Monitor eingesteckt, das Ganze über USB mit Strom versorgt. Dann ist sofort dieses Menü hier erschienen. Ja, und ihr seht schon, jetzt können wir uns hier die Spiele aussuchen, die verschiedenen. An der linken Seite gibt es dann ein schönes kleines Artwork dazu zu sehen. Gefällt mir auf jeden Fall. Gehen wir mal kurz durch. Ja, schön gemacht. Sehr schön. So, wenn ich jetzt die Menütaste drücke, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas einstellen können. Nein, das sieht nicht so aus. Ja, okay. Schade. Gut, dann testen wir mal. Ich würde sagen, wir beginnen ganz klassisch mit Space Invaders. So, ich drücke Start. Dann schauen wir mal, wie lange das Ganze zum Laden benötigt. Ja, das war die A-Taste in dem Fall. So, ja, das ging relativ fix. Alles klar. Dann geht's los. Ja, ein Klassiker, man kennt es. Sehr schön. Ich glaube, ich hatte das damals auf dem C64er, wenn ich mich da recht erinnere. Habe ich immer relativ viel Spaß mit gehabt. Ja, früher gab es ja noch nicht so viele andere Spiele. Ja, genau das Richtige für die Retro-Freunde unter euch. Also ich werde mit dem Gerät hier auf jeden Fall wieder mal eine Menge Spaß haben, denke ich mal. Gefällt mir. Sehr schön. Ja, da denkt man direkt wieder zurück an die alte Zeit. Nice. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es lässt sich doch relativ gut steuern. Ich hatte jetzt eigentlich Schlimmeres befürchtet. Ihr hattet ja gesehen. Na,
dass das Gamepad so ein bisschen wabbelig ist, sage ich jetzt einfach mal. Aber also hierfür reicht es auf jeden Fall. Verdammt. Ja, man kann gar nicht aufhören. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Wird danach noch ein anderes Spiel antesten. Jetzt haben wir es. Jawohl. Level 2. Sehr schön. Okay, gut. Ich kehre zurück ins Menü. Gucken wir mal. Ah, schaut mal. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit abzusaven. Aber wir wollen zurück. Ja, geht auch relativ schnell. Gut, dann suche ich jetzt noch ein zweites Spiel aus. Das schauen wir uns dann auch noch mal kurz an. Und dann gibt es meine Bewertung. So, als zweites Spiel habe ich mich für Jungle Hunt entschieden. Das wird der ein oder andere von euch wahrscheinlich auch noch kennen. Ich drücke die A-Taste. Schauen wir noch mal, wie lange das hier zum Laden benötigt. Ja, das ging relativ fix. Okay. Eieiei, das habe ich irgendwie noch anders in Erinnerung. Ja, grafisch darf man natürlich hier keine Wunderdinge erwarten. Aber das sollte auch jedem klar sein, der das Gerät kauft. Ja, so waren die Spiele früher. Der eine oder andere kann jetzt wahrscheinlich damit gar nichts anfangen, aber ich finde das auf jeden Fall witzig. Wie gesagt, ich bin Retro-Fan, ihr wisst es. Sehr schön. Das hat ja mal gut geklappt. So, auch das gucken wir uns jetzt nochmal kurz an. Und dann gibt es mein Fazit. Oh ja, ja, da hat es mich zerlegt. Okay, gut. Ich kehre zurück ins Menü. So. Ich vergebe 2 Daumen nach oben für den Atari Legends Flashback Blast. Ja, ich bin eigentlich ziemlich begeistert mal wieder von dem schönen Gerät. 12 Spiele sind dabei, ihr habt es gesehen. Preislich 17 Euro kann man auf jeden Fall auch nicht meckern für das, was einem hier geboten wird. Der Controller ist dann am Ende doch besser wie gedacht auf jeden Fall. Ja, für eine kleine Runde zwischendurch mal in die alte Retro-Welt abzutauchen, ist das hier genau das Richtige. Einfach schnell in den Fernseher einstecken, mit USB, mit Strom verbinden und schon geht's los. Unkompliziert, einfach gemacht. Ja, genauso soll es sein auf jeden Fall. Ja, spielemäßig hätten vielleicht noch ein paar mehr drauf sein können. Trotzdem, ich bin zufrieden auf jeden Fall. Für das kleine Geld kann man nicht meckern, definitiv. Ich denke mal, die Retro-Freunde unter euch kommen auf jeden Fall hier auf ihre Kosten. Kann man natürlich auch als kleines Geschenk oder sowas hernehmen, als Mitbringsel. Denke mal, da wird sich jeder Retro-Freund drüber freuen. Ja, dann war es das schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne morgen wieder bei mir reinschauen. Morgen gibt es dann allerdings ein Lebensmitteltest-Video. Die gibt es bei mir immer täglich. Alle anderen Sachen wie die Konsolen, die Gadgets und die Handhelds, die gibt es dann immer nach und nach, wenn ich mir neue Sachen gekauft habe. Dafür gibt es allerdings keinen festen Termin. Möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Da es ja den einen oder anderen gibt, der mich nur wegen den Konsolen und sowas hier abonniert hat. Also nicht wundern. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.